Der erste Geist. Als Scrooge wieder erwachte, war es so finster, dass er das Fenster kaum von den Wänden seines Zimmers unterscheiden konnte. Marleys Geist machte ihm viel zu schaffen. Immer wenn er nach reiflicher Überlegung zu dem festen Entschluss gekommen war, das Ganze nur für einen Traum zu halten, flog sein Geist wie eine starke, vom Druck befreite Feder wieder in die alte Lage zurück und legte ihm erneut dieselbe Frage vor, die er schon 10-mal überlegt hatte. War es ein Traum oder nicht? Scrooge blieb in diesem Zustand liegen, bis es 3 Viertel schlug. Da besann er sich plötzlich, dass der Geist ihm eine Erscheinung mit dem Schlag 1 versprochen hatte. So beschloss er, wach zu bleiben. Die Viertelstunde war so lang, dass es ihm mehr als einmal vorkam, er müsse unversehens in Schlaf gefallen sein und die Uhr überhört haben. Endlich vernahm sein lauschendes Ohr die Glocke. Bim, bam. In demselben Augenblick wurde es hell im Zimmer und die Vorhänge seines Bettes wurden geöffnet. Ich sage euch, die Vorhänge seines Bettes wurden von einer Hand weggezogen und sich aufrichtend blickte Scrooge dem unirdischen Gast, der sie geöffnet hatte, in das Gesicht. Es war eine sonderbare Gestalt, gleich einem Kind, aber doch eigentlich nicht gleich einem Kind, sondern mehr wie ein Greis, der durch einen wunderbaren Zauber erschien, als sei er dem Auge entrückt und auf diese Weise so klein geworden wie ein Kind. Sein Haar, das in langen Locken auf seine Schultern herabwallte, war weiß wie vom Alter, und dennoch hatte das Gesicht keine einzige Runzel. Der Geist trug einen Talar vom reinsten Weiß. Um seinen Leib schlang sich ein Gürtel von wunderbarem Glanz. Er hielt einen frischgrünen Stechpalmenzweig in der Hand, aber in seltsamem Widerspruch mit diesem Zeichen des Winters war das Kleid mit Sommerblumen verziert. Das Wunderbarste aber war, dass von seinem Scheitel ein heller Lichtstrahl in die Höhe schoss, der alles ringsum erleuchtete und der gewiss die Ursache war, dass der Geist bei weniger guter Laune einen großen Löschhut, den er jetzt unter dem Arm trug, als Mütze aufsetzte. Aber selbst dies war nicht seine seltsamste Eigenschaft, denn wie der Gürtel des Geistes bald an dieser Stelle glänzte und funkelte und bald an jener, und wie das, was im Augenblick hell gewesen war, plötzlich dunkel wurde, so verwandelte sich auch die Gestalt selbst. Man wusste nicht wie. Bald war es ein Ding mit einem Arm, bald mit einem Bein, bald mit 20 Beinen, bald sah man nur 2 Füße ohne Kopf, bald einen Kopf ohne Leib. Und das größte Wunder dabei war, die Gestalt blieb immer dieselbe. »Sind Sie der Geist, dessen Erscheinung mir vorhergesagt wurde?« fragte Scrooge. »Ich bin es.« Die Stimme war sanft und wohlklingend und so leise, als käme sie nicht aus dichtester Nähe, sondern aus einiger Entfernung. »Wer und was sind Sie?« fragte Scrooge, schon etwas mehr Mut fassend. »Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht.« »Einer lange vergangenen?« fragte Scrooge. »Nein, einer deiner vergangenen.« Dann war er so frei zu fragen, was ihn hierher führe. »Dein Wohl«, sagte der Geist. Scrooge drückte ihm seine Dankbarkeit aus, konnte sich aber doch nicht des Gedankens erwehren, dass ihm eine Nacht ungestörten Schlafes mehr genützt hätte. Der Geist musste ihn haben denken hören, denn er sagte sogleich, »Deine Besserung, nimm dich in Acht.« Er streckte seine starke Hand aus, als er dies sprach, und ergriff sanft seinen Arm. »Steh auf und folge mir.« Er stand auf. Aber als er sah, dass der Geist nach dem Fenster schwebte, fasste er ihn flehend bei dem Gewand. »Ich bin ein Sterblicher«, sagte Scrooge, »und könnte fallen.« »Lass meine Hand dich hier berühren«, sagte der Geist, indem er die Hand auf das Herz legte, »und du wirst größere Gefahren überwinden als diese hier.« Als er diese Worte gesprochen hatte, drangen die beiden durch die Wand und standen plötzlich im Freien auf der Landstraße, rings von Feldern umgeben.
Die Stadt war ganz verschwunden. Die Dunkelheit und der Nebel waren mit ihr verschwunden, denn es war jetzt ein klarer, kalter Wintertag und der Boden mit weißem, reinem Schnee bedeckt. »Gütiger Himmel«, rief Scrooge, die Hände faltend, als er um sich blickte. »Hier wurde ich geboren. Hier lebte ich als Knabe.« »Deine Lippen zittern«, sagte der Geist. »Erinnerst du dich des Weges?« »Ob ich mich seiner erinnere?« rief Scrooge mit Innigkeit. »Blindlings könnte ich ihn gehen.« »Seltsam, dass du ihn so viele Jahre hindurch vergessen hast«, sagte der Geist. »Komm.« Sie verließen die Heerstraße auf einem wohlbekannten Feldweg und erreichten bald ein Haus aus dunkelroten Backsteinen mit einem kleinen Türmchen auf dem Dach und einer Glocke drin. Der Geist ging mit Scrooge über den Hausflur nach einer Tür auf der Rückseite des Hauses. Sie öffnete sich vor ihnen und zeigte ihnen einen langen, kahlen, unbehaglichen Saal, den Reihen von einfachen, hölzernen Bänken noch kahler und unbehaglicher machten. Auf einer davon saß einsam ein Knabe neben einem schwachen Feuer und las. Und Scrooge setzte sich auf eine Bank nieder und weinte, als er sein eigenes vergessenes Selbst sah, wie es in früheren Jahren war. Alles fiel auf sein Herz wie erweichende Töne und löste seine Tränen. »Der arme Knabe!« Und er weinte. Dann wischte er sich mit dem Ärmelaufschlag die Augen, steckte die Hand in die Tasche und murmelte, »Ich wünschte, aber es ist jetzt zu spät.« »Was willst du?« fragte der Geist. »Nichts«, sagte Scrooge. »Nichts. Gestern Abend sang ein Knabe ein Weihnachtslied vor meiner Tür. Ich wünschte, ich hätte ihm etwas gegeben. Weiter war es nichts.« Der Geist lächelte gedankenvoll und winkte mit der Hand. Dann sagte er, »Lass uns ein anderes Weihnachtsfest sehen.«